I gave you fair warning before, Detective, but you failed to listen. Now, your life is forfeit. Kann man mit einem Bootshaken vielleicht hier irgendwie? Nein. Ja. Was nun? Hier gibt's im Moment nichts zu tun. Ja, sorry, ich muss jetzt mal den Tipp ein bisschen missbrauchen. Hier gibt es im Moment nichts zu erledigen? Was ist denn los? Auch nicht? Auch nicht? Ach ja. Ich muss es nur umlenken, aber wie? Herr im Himmel. Erbarme. Hier ist es sehr dunkel. Ich muss die Laterne so platzieren, dass der Bereich schön erhellt wird. Dieser Hebel klemmt, ich muss ihn irgendwie bewegen. Okay. Ein Glied dieser Kette ist beschädigt. Ich benötige etwas Langes, um heranzukommen und dies zu erledigen. Jetzt hast du alles kaputt gemacht, du alter... Ja, Freunde, so ist das nämlich in Grim Facade. Wo auch immer wir hier sind, verdammt. Wieso fragt sich dieser Freak das nicht eigentlich? Ach, als Detektiv fragt man sich sowas ja sowieso nicht. Bewege die Balken, um die vier Schlösser des Käfigs zu öffnen. Jetzt ist die Frage, oh Gott, das wird noch total anspruchsvoll hier. Scheibenkleister. Ach, zur Seite kann ich die natürlich nicht bewegen. Nein. Verdammt. Ach, jetzt können wir aber so, so. So. Damn it! Es geht nicht. Das hier muss weg. Weit weg. Überspringen? Nein. Wir schaffen das jetzt. Na gut, dann lassen wir das erstmal. Das ist natürlich blockiert. Das muss hier hin. So, und es ist nicht mal ganz klar, in welcher Reihenfolge du es überhaupt öffnen musst. Verdammt, wie macht man das? Eieieiei. Boah, ey, das Schloss hier unten, das regt mich ja jetzt schon so ein klein wenig auf. Mann, sind
So. So. Nombre uno, nombre du. Na, das ging jetzt doch schneller, als ich dachte. Ich hätte gern die Kerze. Gefunden, roter Sch... Alles klar, Herr Kommissar. Wer braucht schon die Kerze? Oh mein Gott! Das ist der maskierte Entführer von Carla und Lisa. Vielleicht kann ich ihn mit einer Falle aus diesem Raum herauslocken. So, gut. Es wäre nicht lustig, in den Brunnen zu plumpsen. Hui! Psst! Sorry, aber wir können es uns leisten, glaube ich. Mit einem Seil könnte ich hier eine Falle stellen. Aha. I gave you fair warning before, Detective, but you failed to listen. Now, your life is forfeit. What the fuck? Meine lieben Freunde, was ihr da in der letzten Folge gesehen habt, es ist die Wahrheit. Ich glaube, wir haben auf alle Zeit einen bösen Menschen. Wir haben gerade jemanden umgebracht, verdammte Drecke, Kacke, Gedal. Ich fand das Versteck des Maskierten, nachdem ich ihm eine Falle stellte... stellte ich sicher, dass er nie wieder jemanden Schaden zufügen wird. Maske des Zornes. Was ist hier jetzt noch? Ach du Scheiße. Bewege die großen Kacheln so, dass du die vier Löwenkacheln an die richtigen Stellen schieben kannst. Was sind die richtigen Stellen? Was sind denn die vier richtigen Stellen, bitte? Ach du liebe Zeit. Wieso kann ich das nicht nach unten verschieben? Drecksscheiß, Alter. Kann ich dich wenigstens... Ja, gut. Ich kann das nicht nach unten schieben. Das ist ja völlig beschissen. Hör mal. So. Ich kann... Geht nicht. Das geht nicht. Scheiße. Wieso genau kann ich das nicht bewegen? Ach, das ist das Einzige, das sich nicht bewegen lässt. Na, ist ja prima. Schön, dass ich das auch mal erfahre. Dann muss das Rote hin. Und wenn man das Grüne muss doch hier hoch. Ach, ich bin doch bescheuert, hör mal. Okay, wie stellt man denn das jetzt am klügsten an? Dann kann's nicht. So, hier hinten müssen wir jetzt nichts mehr machen. Da können wir hier alles schön zubauen. Hör mal.
Zack, weg. So. Das lässt sich sowieso nicht bewegen. Aber das sollte doch jetzt eigentlich nicht so schwer sein, oder? Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Genau falsch, wie es jetzt ist hier. Also, das konnte man auch verschieben. Ich war wieder ein bisschen auf dem Holzweg, könnte man sagen. So, du hierhin, du dahin. Ach du Scheiße, sage ich dazu nur. Ich bin eigentlich kein Experte auf so einem Gebiet. Jetzt haben wir noch einen grünen Schädel gefunden. Das ist ja echt das Beste, was uns je passieren kann. Das ist das Beste, was uns je passiert ist. Es tut mir gut. Death Rock. Ich meine, blauer Schädel. Na, da müssen wir sicherlich auch noch einen gelben Schädel finden, bei unserem Glück. Ach du Kacke. Hier gibt's nichts zu tun. Gut, dann sind wir jetzt hier fertig. Das ist übrigens ein Grabmal hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier einfach zurück. Ich glaube, wir sind... Ach so, nee, Moment. Wenn, dann machen wir es gleich richtig. Der Eimer war ja noch offen. So. Eimer mit Wasser. What the fuck? Wofür brauche ich denn jetzt einen Eimer mit Wasser? Hier vorne habe ich das Wasser noch umgelenkt. Und jetzt habe ich einen Eimer mit Wasser. So, Maske des Zorns. Ach du Scheiße. Holy Christ. Welcome, welcome, Detective, to my triumph. You discovered Redemption's secrets, but it will gain you nothing. Der Typ war ja auch noch da. This whole game of sinners hidden behind masks proved to be a wonderful distraction. As you can see, their debts have already been paid. And now with this girl's sacrifice, I will be triumphant, and Venice will be saved.